Shalom, meine Lieben, herzlich willkommen. Ja, ich bin's wieder, euer Nervensäge, Andy Wiki. Ja, ich habe noch lange kein Video gemacht. Es liegt daran, dass ich zu sehr beschäftigt bin mit juristisches Lernen, Jura. Und es ist echt sau schwer. Da geht's um Great Aunt. Okay, schießen wir los. Gradient ist, was ist das? Das ist ein Tool, was ihr haben könnt, wenn ihr Bock habt, so richtig einen guten Rechner habt und sagt, okay, aber ich habe zwar einen guten Rechner, aber ich will trotzdem so Tools haben, wo ich die AI nutzen kann und wo ich selber noch AI umprogrammieren kann oder Sachen umstellen kann, wo ich gewisse Settings machen kann, die überall gesperrt sind. Und was ist im Endeffekt die Ideologie von Gradient? Ist, die Uncut-Version euch zu geben. Das heißt, was wäre, wenn ihr ein Konto habt, wo ihr eine Uncut-Version habt? Das heißt, wo ihr Bilder machen könnt, wo ihr für Roboter Workflows machen könnt, wo ihr aber Uncut-mäßig, ne? Also hier versteht es sich wirklich hardcore Uncut. Also hier könnte man ein Bild erstellen mit einer Pornodarstellerin oder ein Bild, wo man sagt, jetzt bin ich so hardcore und erstelle eins, wo Biden den Trump aufs Maul haut und wo der Trump dann die Faust nach oben und ja, Biden, du hast mir aufs Maul gehauen. Also man kann richtig kranke Sachen damit machen. So. Und das, wo man seine eigene Kontrolle hat über die AI, okay? So, also man kann wirklich upscale, also das bedeutet, man kann auch Bilder hochskalieren, man kann die ganz neue LLM Llama 3 Technologie ausprobieren und Beta-KI, also auch so KIs, die noch nicht auf Markt sind, ne? Und vieles andere. Also man kann auch Hintergründe entfernen, also ihr seht schon sehr viele Möglichkeiten. Man kann auch echte Influencer kreieren, also richtig realistisch. Wo man gar nicht weiß, okay, ist das jetzt ein Mensch oder ist das jetzt eine KI? Okay, wir haben die Zugangsdaten für das komplette Paket. Das kostet uns natürlich auch was. Da gab es mal einen Rabatt und wir gehen jetzt mal einfach mal geek started. Also ihr müsst, wenn ihr da drauf geht, auf jeden Fall erst euch mal einloggen. Bevor ihr aber das macht, müsst ihr euch einkaufen, ganz klar. Okay, ich habe auf Login geklickt, wie ihr gesehen habt. Das ist mein Avatar. Sieht ganz lustig aus. Das ist von dem Film, also diese Maske ist ja von diesem, ich weiß nicht, der Film, das war so ein geiler Film, muss man mal schauen, wie der Name heißt. Vendetta, glaube ich, genau, Vendetta und deswegen diese Maske, Anonymous, aber ja, ich war mal früher so in so einer Gruppe, aber ich bin so nicht mehr. Okay, und dann gehen wir erstmal dahin. Also wir sind jetzt eingeloggt, wir haben also jetzt Flux und Stable Diffusion Modelle, dann haben wir ein Member Login, dann haben wir ein New Member. Important Notices for Patreons, also das sind halt Notizen, das ist sozusagen, was ist das eigentlich, diese Seite hier, das ist so die erste Übersichtsseite, was wir haben. Das bedeutet im Klartext, wir haben Newsletter, was es alles hier gibt, wir haben hier die Möglichkeit, jetzt Tools zu klicken und da haben wir die Möglichkeit, Tools sozusagen schön auszuprobieren, und dazu komme ich auch gleich noch. Jetzt haben wir die Möglichkeit, auf Ideas zu klicken. Das bedeutet, da ist halt eine Information, wo der Gradient-Ersteller sagt, hey, lerne hier die Basics, lerne hier dein Business zu bauen und so weiter. Das alles habe ich für euch extra angeschaut, diese Millionen von Trillionen-Videos. Dafür kommt ab und zu mal aus mir auch raus, weil ich es liebe. Die Leute zu ärgern, ne? Also als Jude liegt man es immer, nein, Spaß beiseite. Also, das sind halt sozusagen die Möglichkeiten, was ihr machen könnt. Und da gibt es halt AI for Skill Levels, PolyGPT, Best Way to Have Fun with AI with all code or commands. Also kommen wir, also das kommen wir auch nur, das erkläre ich euch alles auch auf Deutsch, ne?
Ich arbeite derzeit an einer Webseite, wo das alles auch erklärt wird, also so auf deutschmäßig, und das ist mein erstes Video dazu. Das ist jetzt so ein komplettes Überblickvideo. Das bedeutet, das ist so, was wir in Zukunft angehen werden. Und daher ist es sehr lang, das heißt, du so keine Zeit haben für sowas, dann falsch auf dem Riecher, dann musst du leider weg von meinem Kanal oder von diesem Video und versuchen, ein anderes zu finden auf Deutsch. Bist aber nicht, weil es gibt keinen von der englischen Community, der Deutsch spricht. Zumindest kenne ich keinen, habe ich noch keinen gefunden. Okay, da geht es um LoRaMaker Tools nutzen, da geht es um IO Telegram, Pirate Vision, also da geht es um Swapface. Und AI-Influencer kreieren, ne? Da gibt es halt viele Tipps und Anleitungen, ne? Und da kann man sich Dinge gewisse anschauen. Das bedeutet im Klartext, ich klicke da drauf, dann gibt es hier eine kurze Info, und das muss man sich halt natürlich alles erstmal durchlesen. Das sind diese ganzen Fahrkostenbeantwortungen, und das habe ich für euch schon mal gemacht. Weil das jetzt hier jetzt den Rahmen des Videos sprengen wird, gehen wir wieder halt zurück. So. Dann gehen wir mal nach oben. Da haben wir jetzt Models. Da haben wir eine Übersichtsseite von Modellen, die alles auf dem Server drauf sind, die wir nutzen können. Wie Llama oder Mistral oder Aribrons. Und da wird erklärt, für was etwas ist. Das heißt, also welches Modell etwas kann und was es nützt und wofür es gedacht ist und wer hat es erfunden, Ricola, ne? So auf die Art. Und dann gibt es noch Community, da habt ihr hier die Möglichkeit, AI-Creator zu werden, auch Geld natürlich zu verdienen, ganz klar, und viele andere Sachen. Also man hat sehr viele Möglichkeiten. Ja, das ist eine richtig coole Sache. Okay, dann gibt es auch Member-Login, ne? Wenn man da draufklickt, das ist das gleiche, wie wenn man auf Tools geht. Okay. Let's start it. Okay, lassen wir mal kurz starten. Und zwar habt ihr hier die Möglichkeit, oben die ersten vier Programme zu wählen und unten Guides, New Bots, My Image, My Models, Scoopsoft, Chat Groups, Widget, Raspberry Pi, Space, Affiliate, Activity und so weiter zu machen. Und was wir jetzt machen, jetzt sind wir bei den Chatbots. Und da könnt ihr gewisse Chatbots aussuchen. Ne? Je nachdem sind schon welche Chatbots drin. Da sind normale Chatbots, dann gibt es die NSWW-Bots. Das sind so die Bots, die Hardcore-Sprache verwenden können, ne? Die auch sagen: Hey du Motherfucker, komm her, ich töte dich, Satan. Kopfschuss, ne? Also das sind so Bots wirklich, die Hardcore reden können. Ne? Und aus verschiedenen Gründen, ja, ihr seht, und manches ist jetzt verdeckt worden von mir, weil sonst wäre das Video ab 18, das will ich ja auch nicht, daher nicht wundern, dass manche hier verdeckt sind. Also, ganz wie gesagt, ne, gewisse Sachen, die dann etwas krasser sind, und die sind halt deswegen ab 18. So. So, ne? Also, nicht wundern, wenn ab und zu mal ich hier zensiere, muss ich machen, sonst wird mein Video wieder ab 18 gemacht. Und nee, darauf habe ich keinen Bock. Also, ne? Dann deaktivieren wir das mal an und sagen, wir brauchen ein Help, also ein Hilfeboot. Und dann gehen wir einfach auf den hier. Und dann klicken wir auf Chat Now, also das heißt jetzt mit dem Sprechen. Und dann sagt er: Hi, I'm Chatbot, ask me anything. Ne? Und dann kann ich zum Beispiel sagen: Ja, okay, cool. Cool. Do you. Ich könnte sagen: Cool. How many language do you speak? Ne? Standardenglisch. Ich kann Standardenglisch, ansonsten überhaupt nichts. Ja. Ja. Und dann sehen wir, der antwortet, habe ich heute, muss ich immer überprüfen, ob ich das deaktiviert habe.
I'm capable of understanding and getting text in multiple languages. However, as a prompt maker, especially then for stable vision mobile, my premier function is to create detailed in English to generate images. If you like me to create prompts in other languages, please let me know which language you prefer. Ne? So, also, dann können wir sagen, can you write with me in German language. So, na dann, da seid ihr, you, du heißt das im Endeffekt. So, und siehe da. So, und dann sagen wir auf Deutsch, kannst du mehr als nur Bilder, Beschreibungstexte generieren. Ne? Jetzt können wir Deutsch machen. Generieren. Kannst du auch normale Fragen zu verschiedenen Themen beantworten. Na, dann könnt ihr auch das reinschreiben, also halt Fragen stellen. Und dann dauert es immer ein bisschen. Und dann ja, antwortet er euch. Ne? Ne? Krass, oder? Also es ist echt krass. Also ihr könnt da viel mehr machen. Es ist zwar der Hauptzweck, sagt er selber, aber ihr könnt damit tatsächlich auch chatten. Und das ist nämlich das Geile bei Gradient. Ihr habt also mehr Möglichkeiten. Ihr könnt mehr machen, als wo es dafür gedacht ist. Und deswegen, man muss auch sagen, wenn ihr da dieses Angebot nutzt und ihr könnt ein Code von mir auch erhalten im nächsten Video, da habe ich die Codes, da könnt ihr ein bisschen Rabatt bekommen, dann lohnt sich das, also, weil ihr mehr Möglichkeiten habt, okay? New Bots, und zwar wie ihr einen neuen Bot generieren könnt, ihr klickt also auf New und gebt dem einen Namen, zum Beispiel gebe ich einen an die Wiki, Klon, ne? Also er klont nicht. Und der Name ist verfügbar. Und dann könnt ihr ja auch so die Personalität, wie jemand ist vom Charakter her. Da könnt ihr vom Charakter her aussuchen. Honest, transparent, approachable, playful, checky, tech-savvy, also facts, akkurat, ne? Ja, ich bin eher so ein Typ, great, und ne, I was great by you, edit my behavior, ne? Und dann haben wir das jetzt mal gemacht und da haben wir jetzt die Möglichkeit auf edit zu klicken und behavior ist das Verhalten und das ist jetzt wichtig und deswegen zeige ich euch das jetzt mal kurz im Überblick, weil das sehr wichtig ist für euch, wenn ihr mit einer KI arbeiten wollt, die ein bisschen schlauer ist. Als das Standardverhalten, das ist sehr wichtig, müsst ihr das ändern, das Verhalten. Das nennt sich Tweaking. Das bedeutet modifizieren, beziehungsweise etwas, nicht modifizieren, das bedeutet, ja doch, könnte man modifizieren oder halt einstellen. Ne? Ich kenne die meisten Wörter gar nicht, muss ich ehrlich gestehen. Optimieren, ja, frisieren, modifizieren können wir auch, frisieren. Optimieren. Ja, okay, da habt ihr also die Möglichkeit, die Version, ne? Version könnt ihr nicht ändern, ihr könnt manche Sachen ändern, manches nicht. Personale, ne? Da fängt Jörg in die Bildung, Johann, Open Book, so. Personale, Summary, also das ist, was er standardmäßig hat und dann Public Descriptions, das ist halt für die Beschreibung für die Öffentlichkeit, derjenige, dein Bot, weil man kann auch das so machen, dass die Leute deinen Bot in und Städtlos nutzen können. Und derjenige, der sieht dann, was, das ist die Öffentlichkeit, was dein Bot kann. Ne? Also mein Bot ist ein Klon von mir, mein Wissen, ich habe so und so studiert und ich habe das und das.
Greeting, ask me anything, das bedeutet die Begrüßung. Indiscretions, die Signalunterricht, provide briefings, also da kann man auch halt diese Instruction, und das ist halt wichtig, das ist, ne, wenn wir hier uns das mal anschauen, my prompts you will be in, my feedback, your last response will be, your own memories of our conversation will be in memories, you have three comments erleben, dann so, my query, say joke, ne, da habt ihr dann verschiedene Möglichkeiten, das noch einzustellen. Ne? Und da ist halt Behavior, das ist das Verhalten, und da könnt ihr alles wirklich einstellen. Your knowledge bekommt Verbot, you have basic knowledge in Jura, you have basic knowledge in movie and music content, you have master knowledge in content creation of channels, social channels like Facebook and YouTube and X. You are a Bombenleger, ne? You are a police officer, ne? Das geht ja alles mit rein. Und dann habt ihr dann die Möglichkeit, das halt zu sagen, say something before you act like Mary. Das sind so Kommandos. Joke, tell a joke, pretend you are Mary. Bold, Suggest, Keywords und dann Bold, Remember, Make a Memory from your concern with dispersion. Also man kann auch sagen, okay, soll sich daran erinnern, an die letzte Unterhaltung. Das ist sehr selten bei den KIs, bei den meisten AIs, AI oder wie man das ausspricht, aber bei den meisten künstlichen Intelligenzen, da ist es so, dass das nicht meistens drin ist, dass er sich an alles erinnern kann, weil das wird dann irgendwann zu viel. Ne? Aber hier haben die das wirklich so gemacht, hier kannst du selbst bestimmen, kann sich mein Bot erinnern an die Unterhaltung vor 2 Tagen, vor 4, 5 Tagen. Das ist ein richtig cooles Future. Automatic Command Instruction, ne? Ganz klar, automatische Instruktion. Und am Ende Attention Instruction, disappear right before the user prompt, useful for final remembers. Das sind so extra Hinweise und Regeln, die man noch mit einfügen kann. Okay? Also, wir haben jetzt hier so ein Beispiel gezeigt. Schreiben das nochmal rein. You are also to expert in your and law and more. So, jetzt machen wir das mal einfach mal. Ne? Boom, save. Dann habt ihr hier gespeichert. Habt ihr hier back. Ne? Und dann geht ihr auf Gradient. Dann geht ihr auf Logging. Member Logging. Dauert ein bisschen. So, jetzt habt ihr die Möglichkeit, zu eurem Box zu gehen. Das war mal ja vorher, Polygon GPT AI. Na? Boom! And the Weekly Clone. Na? Jetzt können wir da draufklicken. Und Chat Now. Na? Ich find's cool, I was created by you, bei dir. Hallo, Andy, mein Freund. Was gibt es so auf der Welt? Wie geht's dir? Zum Beispiel. Ja, wir hauen's einfach mal rein, ne? Es ist einfach nur so. Ja, ist cool, ne? Hallo, liebe Freunde, es freut mich, dich zu sehen und hören von dir, so wie du bist, ist auch die Welt. Nur gehabt jetzt in Englisch. Ne? Ist geil, oder? Ist das nicht geil? Ja. Okay, Leute, das war's von mir. Ich hoffe, ihr habt einen Link von mir zu GenAI. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal.